Hallo, ich bin Svenja und ich zeige dir in diesem Video einmal mein Jahresmentoring Write and Publish. Ich zeige dir einmal, wie es aufgebaut ist und vor allem aber, warum es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Vorher kurz zu mir, falls wir uns noch nicht kennen. Ich habe 2013 mein erstes Buch veröffentlicht und habe aber schon weit vorher angefangen zu schreiben. Also ich habe das mal so Revue passieren lassen. Das erste Buch habe ich tatsächlich auf der elektrischen Schreibmaschine meiner Mutter damals getippt. Das ist schon ein paar Jahre her. Dieses Buch ist natürlich nie erschienen, denn das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut, so mit 12. aber ich bin immer an diesem Thema dabei geblieben. Ich habe Bücher schon sehr früh sehr geliebt, viel gelesen, habe dann auch in der Schule Deutsch immer als Leistungskurs gehabt, wollte ursprünglich Journalistin werden, habe mich dann aber final dagegen entschieden, zum Glück. habe unter anderem auch Literatur studiert in meiner Geburtsstadt Hamburg. Und ich habe 2013 angefangen, Bücher zu veröffentlichen, während ich noch als Autorin und Texterin in unterschiedlichen Unternehmen und Redaktionen gearbeitet habe. Das habe ich im Prinzip fast direkt nach dem Studium angefangen, freiberuflich zu machen und das auch lange, lange, lange gemacht und währenddessen aber immer Bücher veröffentlicht. Also 2015 beispielsweise habe ich meinen ersten Verlag gegründet, den ich 6 Jahre lang hatte und geführt habe und dann auch in anderen Bereichen Bücher veröffentlicht habe, noch außerhalb des Verlages auch oder in Büchern veröffentlicht, und das ist immer mein Lieblingsthema gewesen. Und dann habe ich halt entschieden, okay, nachdem ich noch mal 2 Jahre in einer Teilzeitanstellung war, ich setze jetzt noch mal alles auf diese Liebe und habe mich dann eben als Business-Buch-Mentorin aufgestellt und durfte seitdem schon mit Hunderten von Frauen arbeiten. Das wird ja immer mehr. Also ich kann sagen, so der erste große Kurs, den ich mal gemacht habe, ein Beta-Kurs, da waren schon 100 Frauen mit dabei, und bei meinen Formaten sind es auch immer so im Schnitt. Jetzt Stand Februar 2023 sind so rund 300 Frauen, mit denen ich schon arbeiten durfte. Und aus all diesen Erfahrungen ist eben auch mein Jahresmentoring entstanden. Ich hatte vorher auch andere Angebote. Ich habe auch mal Einzelsession und sowas alles gemacht. Und ich werde dir jetzt gleich erklären, so ein bisschen, warum ich das auch nicht mehr mache und was das Besondere an diesem Jahresmentoring ist. Und dazu möchte ich erstmal auf ein paar Punkte kommen, die ich so in der Zeit, in der ich das jetzt schon selbst mache, aber eben auch mit anderen Leuten arbeite, beziehungsweise mit Menschen arbeite wie dir, die eben ein Sachbuch rausbringen wollen, das, ja, ihr Business sozusagen unterstützen soll, dass sie eben zu der Expertin machen soll als USP eben im Business. Was mir dabei immer wieder untergekommen ist, also ich sage jetzt mal Fehler, ganz plakativ, die immer wieder gemacht werden. Und dazu teile ich jetzt einmal meinen Bildschirm und nehme dich mal mit hier rein. Also da haben wir nochmal die schöne Folie hier. Und wir gucken uns jetzt mal an, also 3 Fehler, die mir eben immer wieder untergekommen sind, die immer wieder auftreten, wenn ich mit Leuten arbeite, egal jetzt in welchem Format. Das sind diese 3 hier. Ich arbeite vor allem mit Menschen zusammen in erster Linie, die wirklich das erste Mal das erste Buch veröffentlichen. Und meistens denken die viel zu viel übers Veröffentlichen nach. Ja? Also egal, was ich mache, die Frage, ich könnte Wetten abschließen, dass auf jeden Fall die Frage nach der Veröffentlichung an irgendeinem Punkt auf jeden Fall kommt. Die Leute recherchieren dann schon dazu, ohne dass sie überhaupt konkret wissen, worum es in ihrem Buch gehen soll oder auch was das konkrete Ziel ist, quasi dieses Buches für sie und ihr Business sein soll. Ja, also da wird sich dann schon über etwas Gedanken gemacht, was noch gar nicht so wirklich an der Reihe ist. Das ist so das Erste,
was immer wieder vorkommt und wo ich dann sehr gerne sage, ja, also was musst du denn vor dem Veröffentlichen machen? Naja, erstmal das Buch schreiben, ne? So, weil ohne geschriebenes Buch keine Veröffentlichung. So, dann, was dazu führt, wenn sich die Leute mal mit den falschen Sachen beschäftigen, dann wird halt auch so ein jahrelanges Projekt draus. Und das ist aus meiner Sicht nicht so besonders förderlich, denn du möchtest ja dein Buch für dein Business einsetzen. Je länger es dauert, desto länger dauert es eben auch, dieses Buch dann wirklich nutzen zu können. Und das ist, ja, das ist ein zeitliches und auch ein finanzielles Invest in dem Sinne, worüber man dann eben nachdenken sollte. Und das Problem an so einem jahrelangen Projekt ist eben auch, meistens steckt dahinter, dass die Leute nicht kontinuierlich dranbleiben, es wieder liegen lassen, erstmal wieder reinkommen müssen. Ja, das kostet wirklich Zeit, statt dran zu bleiben. Dann haben sich oft irgendwelche Sachen verändert, sodass sie das nochmal überarbeiten müssen. Und da ist die Frustkurve sehr hoch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass so ein jahrelanges Projekt auch irgendwann kein Projekt mehr ist und das Buch nicht veröffentlicht wird. Und dann gibt es eben noch diesen Mythos, den ich auch einmal ansprechen möchte, weil das, glaube ich, sehr verbreitet ist. Ein Buch ist kein Soloprojekt, nie. Auch wenn es so scheint, weil klar, schreiben tust du es irgendwie alleine, ja. Aber wenn wir mal das Ganze weiterdenken, dann bedeutet das ja, wenn es ein Solo-Projekt wäre, dass niemand dein Buch lesen würde, bevor es veröffentlicht wird. Und das würde ich nicht empfehlen. Also mindestens eine Person sollte das Buch mal gelesen haben, bevor das rausgeht. Ich glaube, das ist ganz klar. Und all diese Sachen spreche ich in meinem Jahresmentoring an. Und damit das so ein bisschen deutlicher wird, habe ich drei Personen mitgebracht, an deren Beispiel wir uns das mal genauer angucken. Und wir lernen jetzt Marion, Cecile und Tanja kennen, die alle unterschiedliche Ausgangspunkte, ja, zum Teil auch nicht haben und unterschiedliche Herangehensweisen. Und daran werden wir sehen, wie sie eben, ja, dann ihr Buch schreiben oder auch nicht. Und ich zeige das an meinem Expert-Autorin-Framework, das du hier einmal in der Übersicht siehst. Das wirkt jetzt vielleicht noch so ein bisschen, hä? Wie ist das denn gemeint? Ich werde es aber auch gleich nochmal anhand der Personen erklären, nur dass du das einmal siehst. Wir fangen quasi hier oben an. Bei der Struktur des Buches, ja, über die du eben Klarheit gewinnst, dann für dein Schreiben, damit du da auch wirklich im Flow sein kannst, um bis zum Editoring zu kommen. Das ist die Überarbeitung, deine Überarbeitung, die dir dann wiederum die Sicherheit gibt, auch wirklich in die Veröffentlichung zu gehen und final durch dein Buch eben gesehen zu werden, ja, als die Expertin. Da wollen wir ja am Ende hin. So, dann lernen wir sie doch mal kennen. Das ist Marion. Ich glaube, das ist so das, was mir am häufigsten begegnet, so dieser Typus sozusagen. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Tee hier. Marion hat, wie alle wahrscheinlich, den Wunsch, ein Buch zu schreiben. In der Regel hat sie den auch schon etwas länger. Und sie fühlt sich diesbezüglich wie ein kompletter Neuling, obwohl sie vielleicht auch schon eine ganze Weile im Business ist, ja, und das nicht erst seit gestern macht. Aber klar, Buch, ne, das ist was komplett Neues und deswegen fühlt sie sich da eben, ja, fragt sie sich, wie sie anfangen soll, ne, was ist denn am besten? Und an diesem Punkt ist es für sie noch so, ja, sie legt nicht los, weil sie sich planlos fühlt. Wenn sie dann loslegt, fängt sie einfach an zu schreiben. Ja? Also schreibt einfach drauf los und stellt dann aber irgendwann fest, also da, wo ich jetzt gerade bin, wollte ich eigentlich gar nicht hin und beginnt wieder von vorne. Ja? Sie ist dann aber natürlich, klar, wenn man schon einiges an Arbeit irgendwie reingesteckt und geleistet hat, einfach frustriert. Und das blockiert halt auch beim Schreiben, auch weil sie ständig daran denkt, jetzt bloß nicht wieder in die verkehrte Richtung zu schreiben und so weiter, um nicht wieder
ja, da von vorne anzufangen und dass es halt immer mehr und mehr Arbeit geführt wird. Am Ende ist sie dann nicht wirklich zufrieden und sich dann auch noch mit dem Veröffentlichungsprozess auseinanderzusetzen, überfordert sie komplett, sofern sie überhaupt bis zu diesem kommt. Ne? So, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, sie kann sich ja an den Punkten, wo sie irgendwie Probleme hat, Hilfe holen. Jetzt kommt einmal Cécile ins Spiel, die wir hier kennenlernen. Cécile möchte natürlich auch endlich ein Buch veröffentlichen. Und im Gegensatz zu Marion hat sie auch schon ein paar Einzelstunden bei einem Buchcoach gebucht. Also sie hat auch eine Struktur angelegt so für sich und einige Seiten geschrieben, vielleicht wirklich schon so den ersten Teil, so 50 Seiten oder so. Aber seit mehreren Monaten tut sich da nichts weiter. Dieser Coach, den sie hatte, da hat sie eben einzelne Stunden gebucht, der war zwar ein ganz guter Gesprächspartner, aber sobald diese Unterstützung weg ist, bleibt ihr Buch wieder liegen. Ja, das ist so ein bisschen dieses aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn ich niemanden habe, der da immer anklopft und sagt so, hier, jetzt, wie sieht's aus? Dann ja, bricht das irgendwie so weg, dann ist das nicht so wirklich im Fokus. Auf der einen Seite will sie dieses Buch natürlich unbedingt veröffentlichen, auf der anderen Seite sieht sie all die anderen Termine, die sie eben in ihrem Business und so weiter und so fort in ihrem Kalender stehen hat und ja, setzt sich einfach nicht selbstständig hin und macht weiter, weil alles andere immer irgendwie Vorrang hat, ja. So, und wir gucken uns das jetzt nochmal anhand dieses Frameworks, was ich gerade ganz kurz erklärt habe, an, was da wirklich die Problematiken sind. Bei Marion ist es halt so, die hat überhaupt keine Struktur. Ne? Sie hat nur diese eine Idee. Sie hat weder eine klare Zielgruppe definiert und daher, weil sich die Outline des Buches nun mal daran orientiert, diese eben auch noch nicht geschrieben und sagt, da kommt dann immer gerne das, was hier steht. Das habe ich ja alles im Kopf, brauche ich ja nicht aufzuschreiben. So. Insofern geht sie eben auch entsprechend ins Schreiben und dieses erfolgt strukturlos, ja, ohne Struktur und nicht entlang eines klaren Plans. Und das Problem dabei ist, dass sie dadurch auch immer wieder Texte schreibt und neuen Ideen folgt, die sie am Ende gar nicht für ihr Buch verwenden kann. Ja, also sie hat nichts, wo sie sich orientieren kann und sagen kann, okay, das passt da rein und das passt da nicht rein. Und dadurch bricht dieses Schreiben immer wieder nach links und rechts aus und kostet halt auch einfach Zeit. Die passende Aussage dazu ist, ich habe einfach so viele Ideen, ne? Und kann die auch in der Folge nicht wirklich ein- oder aussortieren, weil ich mir eben vorher keinen Plan, weil Marion sich keinen Plan gemacht hat. So. Und da ist die Frage, kommt Marion überhaupt zur Überarbeitung? Also wenn sie bis zu diesem Punkt kommt, dann stellt sie vermutlich beim Blick auf ihr Buch fest, das, was ich hier gerade überarbeite, ist gar nicht das Buch, das ich eigentlich schreiben wollte für mein Business. So, ne? Und fängt dann in der Folge halt wieder von vorne an. Was, ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil es bedeutet, sie muss nochmal über alles drüber gehen, sie muss die Sachen rausschmeißen, die nicht reinpassen. Dadurch entstehen wiederum Lücken, die sie füllen muss. Und es wird halt super unübersichtlich. Und das hat diesen großen Frustrationsfaktor zur Folge, weshalb wahrscheinlich das Buch am Ende liegen bleibt. Also die Veröffentlichung ist da eher nicht in Sicht. Und diese ganze Überforderung mit dem Inhaltlichen, was im Buch drin ist, ist natürlich schon so, dass Marion auch überhaupt gar keinen Kopf dafür hat, sich in irgendeiner Form mit der Veröffentlichung überhaupt zu beschäftigen. Also das dann noch zusätzlich überfordert sie noch viel mehr. So, gucken wir uns das mal bei Cécile an. Da ist es ja so, dass sie schon erste Schritte durch Einzeltermine mit ihrem ersten Buchcoach erarbeitet hat. Sie hat selbstständig eine Struktur erstellt, die dieser jedoch nicht angeleitet hat. Also das hat sie aus sich selbst heraus gemacht, weil sie eben strukturierter Mensch ist und sowas gerne einmal für sich hat. Aber es ist nicht angeleitet worden. Zu Beginn war sie sehr motiviert und hat eben diesen ersten Teil bereits geschrieben und denkt sich halt, naja, wenn das so gut läuft, dann schaffe ich das Weitere jetzt auch erstmal alleine, ne? So. Und insofern, wenn man jetzt an den Punkt des Schreibens reingeht, dann
folgt das zwar einem eigenen Plan in irgendeiner Form, ja, aber es ist nicht durchgesprochen worden. Das heißt, Cecile hat überhaupt keine Anhaltspunkte, ob das, was sie da gemacht hat, so Sinn ergibt und hakt dadurch auch immer wieder beim Schreiben. Sie hat keinen richtigen Flow. Ja, nachdem sie also den ersten Part geschrieben hat, passiert nichts mehr und die Termine mit dem Buchcoach sind aufgebraucht, beziehungsweise sagt sie sich halt auch selber, naja, bevor ich den jetzt nochmal buche, muss ich ja erstmal das Buch schreiben, macht aber genau das nicht. Ja, also wie sagt man, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Genau, und naja, da Cecile nicht weiterschreibt, kommt sie auch nicht an den Punkt, an dem ihr Buch fertig ist und in eine Überarbeitung gehen kann. Das ist so das Problem. Und ein richtiges Commitment fällt ihr auch schwer, denn wie wir gesehen haben, sie hat viele Termine im Terminkalender, weshalb, ne, die immer Vorrang haben. Und sie glaubt eben durch diese Vorerfahrung auch mit dem Buchcoach, sie müsste sehr viel Zeit aufbringen, die sie meint nicht zu haben. Und du merkst es sicherlich schon an meiner Formulierung, dass das ein Glaubenssatz ist, der so nicht stimmt, beziehungsweise ein Mythos. Denn wenn du eine Struktur hast, wenn du fokussiert schreibst, beziehungsweise, ja, also die Struktur gibt dir die Möglichkeit, sehr fokussiert zu schreiben und dann brauchst du auch nicht so viel Zeit dafür. Ja? Auch hier ist es so, dass die Veröffentlichung aktuell nicht in Sicht ist. Ja? Da Cecile immer recht busy ist, möchte sie sich damit auch nicht länger als nötig beschäftigen. Also auch da wieder dieses Zeitding, aber sie kommt gar nicht erst an den Punkt. So, ich hoffe, wir haben die Problematik einigermaßen gesehen bei Cecile. Und was die beiden aber natürlich sehr gerne möchten, ist das, was wir jetzt bei Tanja erleben können. Auch Tanja will natürlich ein Buch schreiben, um sich selbst stärker als die eine Expertin in ihrem Bereich zu positionieren. Und auch Tanja ist an vielen Stellen unsicher, wie sie ein Buch am besten angeht. Ja klar, ne? Sie ist halt bereit, den Schritt zu gehen. Ihr Wunsch ist, dass sie dabei nicht unnötig Zeit verliert, sondern eben von Beginn an das Ganze richtig angeht, um es auch dann entsprechend einsetzen zu können, dieses Buch. Da sie noch nie ein Buch geschrieben hat, klar, also, ne, das ist ja bei allen so, weiß sie aber nicht, wie sie das am besten hinbekommt, ja, dass sie das halt wirklich zeitfokussiert und keine unnötige Zeit verliert, wenn sie da in diesen Prozess reingeht. Und sie entscheidet sich direkt fürs Jahresmentoring, also sie steigt da direkt ein. So, und das gucken wir uns hier jetzt nochmal an, wie das aufgebaut ist und dann zeige ich das nochmal am Beispiel von Tanja, was dadurch passiert. Also, wir starten mit der Struktursession, beziehungsweise eigentlich starten wir mit vorab, mit vorbereitenden Aufgaben, die du von mir direkt nach der Buchung bekommst, womit du dich schon mal beschäftigen kannst, bevor wir dann eben diese Struktursession zusammen haben. Das heißt, du bereitest wesentliche Grundlagen schon einmal vor, die wir dann durchsprechen und darauf aufbauend deine Buchstruktur gemeinsam erstellen. Das ist eine Session von 90 bis 120 Minuten in etwa. Und da gehen wir tatsächlich diesen ganzen roten Faden einmal durch, sodass du dann ganz viel Klarheit erstmal über das Buch an sich hast und auch über das, was da drin stehen soll. So kannst du dann eben sehr gut ins Schreiben starten und was wir in dieser Phase, in dieser ja mit am wichtigsten Phase, wichtigsten Phase machen, so heißt es korrekt, ist ein monatliches Textfeedback. Das heißt, wir sehen uns sehr regelmäßig und du schickst mir immer vorab deine Texte, die du bis dahin geschrieben hast und ich lese die vorab und wir sprechen die durch und es ist dann in der Regel auch immer noch Zeit, um mir Fragen zu stellen, je nachdem, was dich da gerade beschäftigt. Und das ist nicht festgelegt, das heißt, es können 6 Textfeedbacks sein, es können 8 Textfeedbacks sein, ja, je nachdem, wann du eben fertig bist und das hilft dir, im Flow zu bleiben, einmal durch die Termine, aber auch dadurch, dass du immer ein Feedback zu den Texten halt bekommst, ne? Und weißt, das ist gut, das kann ich so weitermachen, an den und den Punkten
kann ich nochmal hinschauen und mich verbessern. Ja, und du verbesserst dich im Schreiben und hast dadurch eben auch am Ende nicht so viel, was du überarbeiten musst. Da kommen wir dann eben ins Editorial rein. Da gebe ich dir Tipps und Hinweise, wie du das angehst, also worauf du achten solltest und wie du eine Überarbeitung am besten und schnellsten machst. Und das machst du dann erstmal für dich, sodass du für dich dein Manuskript fein hast, ja, und dich damit gut und sicher auch fühlst, beziehungsweise gibst du es mir dann ja nochmal für ein Schlusslektorat. Das heißt, ich lese das Buch von vorne bis hinten nochmal, was dir dann nochmal eine zusätzliche Sicherheit gibt, weil du weißt, okay, alles gut. So, und in dieser Zeit, in der du das auch schon, in der wir es besprechen, in der du es auch schon einarbeitest, gehen wir dann eben schon in die Veröffentlichungsphase über. Das heißt, ich berate dich hinsichtlich der besten Weise zu veröffentlichen. Wir schauen uns das genau an und ich sage dir eben, was du jetzt dafür genau vorbereiten solltest, auch in der Abfolge, was da am meisten Sinn macht. Und das kannst du dann einfach anfangen und machen und sobald du dann eben, da haben wir dann auch wieder ein Zeitfenster für, in dem du das machst. Und dann haben wir hier die sogenannte Veröffentlichungs-VIP-Session, habe ich sie genannt, weil die ein paar Stunden geht, also so 2-3 Stunden, vielleicht auch mehr, das ist nicht zeitlich begrenzt, indem wir das Buch dann wirklich in die Veröffentlichung bringen. Das heißt, bei einem Verlag oder einer Agentur haben wir Bewerbungen, ja, die wir fertig machen und rausschicken, ja, sodass die wirklich abgeschickt sind, ja, und genau, und beim unabhängigen Veröffentlichen heißt das tatsächlich, dass wir gemeinsam das erste Mal auf den Veröffentlichungsbutton klicken. So, das ist da alles mit drin. Es gibt 2 Posten, die nicht mit drin sind, weil die sich eben an dieser Veröffentlichungsform orientieren. Das heißt, einige werden die brauchen, andere auch nicht. Deswegen sind die nicht per se da drin, weil, ne, wenn einige das nicht brauchen, warum, ne? So. Und das ist das Korrektorat, das ich immer noch mal empfehlen würde, und ein Cover. Das kommt vor allem für diejenigen dann eben in Frage, die unabhängig veröffentlichen wollen. Und ich habe auch Empfehlungen dazu, bei wem du das machen kannst. Und das sind auch beides Posten, die ja, die jetzt nicht so reinhauen. Also das sind kleinere Posten, die dann noch gegebenenfalls hinzukommen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie Tanja mit diesem durch dieses Mentoring eben durch ihr Buch kommt. Also ich schicke Tanja natürlich diese vorbereitenden Aufgaben und sie weiß dadurch von Beginn an, wer ihre Wunschleserin ist, wohin ihr Buch gehen soll. Sie geht diese wichtigen Grundlagen mit mir gemeinsam durch und ist sich eben ganz klar über ihr Vorhaben. Und wir erstellen gemeinsam die Struktur. Sie kann sich die Session auch zur Sicherheit aufzeichnen, wenn sie nochmal reinschauen möchte. Und ich schreibe währenddessen auch in einem Google Doc mit. Ja, die Struktur, die Tanja dann im Anschluss auch bekommt. So hat sie eben von Beginn an Klarheit und kann damit direkt ins Schreiben starten. Und sie hat mich auch in der ersten Session direkt gefragt, wie sie denn am besten startet. Wir haben uns das angeguckt, wo hat sie das beste Gefühl bei, wie sie da anfangen möchte. Und genau das tut sie dann auch. Und sie hat zudem einen groben Zeitplan auch für die Teile ihres Buches. Das machen wir nämlich auch in der Struktursession. Es ist klar, auch eine Tanja muss sich noch etwas zurechtfinden. Das ist am Anfang immer so. Doch dann wird es eben besser und besser, auch dank dieser Textfeedbacks jeden Monat mit mir. Das ist eben dieser zeitliche Anker, durch den sie weiß, okay, es wird ja wartet auf meine Texte, jetzt mal reingehauen. Und sie lernt eben im Schreiben, worauf es ankommt. Und so fällt ihr das auch immer leichter, weil sie weiß, ah, okay, so und so und so, genau. Und hat auch Ideen, wie sie was formulieren kann und wo sie noch eine Geschichte erzählen kann, weil genau das mache ich eben in diesen Textfeedbacks, damit das eben auch Leser und Leserinnen wirklich anspricht. Und klar, auch bei Tanja ruckelt das mal, das ist ganz normal, aber dann stellt sie eben Rückfragen per Mail. Es gibt nämlich auch einen Mail-Support werktags. Oder sie fragt eben in den Textfeedbacks direkt nach, was sie tun kann und hat dadurch immer eine Idee, wie es weitergeht.
dadurch, dass sie eben sich voll aufs Schreiben konzentrieren kann, ist nach wenigen Monaten die Rohfassung ihres Buches fertig, einmal durchgeschrieben. Und sie bekommt dann eben Tipps, wie sie ihre Überarbeitung angeht. Und das führt dazu, dass Tanja nur wenige Wochen dafür braucht und mir im Anschluss ihr Manuskript fürs Schlusslektorat zuschickt. Und so schafft sie es eben, bis hin zur Veröffentlichung zu kommen. Und da sie auch hier weiß, dass sie durch mich alle Schritte bekommt, sie mit mir durchgehen kann, fragen kann und die wichtigsten Infos eben bekommt, spart sie auch enorm viel Zeit, ja, und hat in rund 12 Monaten ihr Buch in der Veröffentlichung. Und genau darum geht es. Es geht wirklich darum, schreiben und veröffentlichen, ohne viel Zeit zu verlieren, denn wir wollen das Buch da draußen haben, um es zu nutzen. Durch Struktur, durch mein stetiges Feedback, durch das du immer weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, dich da immer noch mal rückversichern kannst und eben auch ein Buch schreibst, das Mehrwert bietet, klar, aber eben nicht nur, sondern dich auch als die Expertin zeigt, bei der Leser und Leserinnen buchen wollen. Und ich bringe dich da eben mit meiner 10-jährigen Veröffentlichungserfahrung leichtfüßig durch die notwendigen Schritte, ohne dass du eben viel selbst darüber nachdenken oder recherchieren musst. Und so hast du dann binnen 12 Monaten endlich das Buch in der Hand, das dir zum einen KundInnen bringt. Das wollen wir, aber wir wollen auch, dass du dich authentisch repräsentiert fühlst und umso lieber für dein Marketing im Business einsetzt, ja. Und genau das wird dann eben auch dazu führen, dass sich dieses ganze Zeit- und auch finanzielle Invest am Ende rentiert. So, und apropos finanzielles Invest, wir haben hier gerade ja schon kurz die Punkte gesehen, da stehen immer so kleine Nummern dran, was für einen Wert das jeweils hat. Wert sind 8.500 Euro, der Preis liegt da drunter. Da es da immer mal wieder zu Änderungen kommen kann, guckst du am besten hier einmal auf die Seite, wie viel das Mentoring aktuell kostet. Und ich kann dir aber schon sagen, dass da auch eine individuelle Ratenzahlung möglich ist, die wir im Erstgespräch besprechen. Ja, also alles bis zu eben diesen 12 Monaten, die das Jahresmentoring läuft, sind möglich. Und du siehst es hier schon, es sind auch noch 3 Bonuspakete inklusive. Also du buchst das Ganze über EloPage und dort ist ein Online-Bereich hinterlegt mit diesen Bonuspaketen. Da bekommst du einmal ein Kommunikationspaket, in dem eben Mail-Templates für TestleserInnen sind, die ab einem bestimmten Punkt kommen sozusagen. Ja, da hast du dann schon Anfrage, Anschreiben, Follow-ups und so weiter einmal vorgegeben, dass du da nicht so viel selber drüber nachdenken musst. Dann gibt es noch eine Vorlage für die Buchankündigung oder auch einen Buchlaunch, wenn du einen machst, die du zum Beispiel in deinem Newsletter verwenden kannst, wenn du einen rausschickst. Dann haben wir dieses sehr schöne Veröffentlichungspaket, das dich eben in dieser ganzen Veröffentlichungsphase auch unterstützt, nochmal zusätzlich zu den Terminen, die wir eben zusammen haben. Für Verlage und Agenturen zum Beispiel gibt es die Vorlage eines Exposés. Da hat eine meiner Autorinnen mir dankenswerterweise ihr erfolgreiches Exposé zur Verfügung gestellt, anhand dessen du einmal schauen kannst, wie so etwas aussieht. Ich habe eine Liste mit Agenturen recherchiert, die Sachbücher vertreten. Genau das Gleiche habe ich mit Verlagen gemacht. Und du bekommst eine Mailvorlage, Anschreiben an den Verlag und ein Beispiel, wie das dann aussehen kann. Beim unabhängigen Veröffentlichen führe ich dich in 3 Videowalks sozusagen durch die 3 wichtigsten Publishing-Plattformen, damit du eben weißt, was du da im Backend, also in deinem Account, wenn du den angelegt hast, machen solltest, kannst, was du da für Möglichkeiten hast und wie das Ganze einfach einmal aussieht, worauf du achten musst und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Liste mit Keywords und Kategorien auf Basis von KDP, dass du einfach mal einen Eindruck davon bekommst, was da auch
ja, im Prinzip ist das SEO so ein bisschen, machen kannst, ja. Weil manche Kategorien, die sieht man gar nicht so auf den ersten Blick, unter denen man dann das eigene Buch auch einsortieren kann, dass man da dann auch gefunden wird und so. Und die zeige ich dir da einmal. Und dann gibt es auch innerhalb dieses Paketes nochmal die Liste mit den Schritten, die für die Veröffentlichung zu tun sind, dass du die auch nochmal vor Augen hast. Die besprechen wir auch in der Veröffentlichungsberatung. So, und dann gibt es noch dieses sehr schöne Funnel-Paket, mit dem du quasi dann auch, sobald du das Buch veröffentlicht hast, weiterarbeiten kannst. Und ich empfehle auch, das einmal einfach vorher auch schon mal durchzugucken, um so ein paar Ideen zu bekommen. Also du bekommst einmal eine Liste mit ersten Marketing-Ideen, die auch schon, die du auch schon einsetzen kannst, während du das Buch noch schreibst. Und du hast eine Liste mit Ideen und auch Beispielen für Buchfunnel. Das heißt, ja, ein Funnel ist ja immer etwas, zum Beispiel, wo sich die Leute anmelden, um was zu bekommen und dann eben auf deiner Liste stehen. Also, ne, um die Leute dann über das Buch zu weiteren Angeboten zu führen, damit du eben auch nicht nur am Buchverkauf verdienst, sondern auch wirklich Kunden und Kundinnen gewinnst. Und dann halte ich entsprechend für dich nochmal E-Mail-Beispiele für deinen Buchfunnel bereit. Also was du da machen kannst, um die Leute nochmal abzuholen, wenn sie eben in deiner E-Mail-Liste aufgrund des Buches stehen. Ja, was kann man denn da machen? So. Und der erste Schritt ist immer, also guck dir, wie gesagt, nochmal die Preisgestaltung an und dann kommst du in ein Erstgespräch mit mir. Das ist kostenfrei und unverbindlich und dass wir uns einfach mal kennenlernen können. Einmal, ob das von deiner Buchidee her passt, ob das tatsächlich das ist, was ich quasi auch begleite. Und ob wir uns auch persönlich so gut finden, dass wir gerne ein ganzes Jahr miteinander arbeiten wollen. Das ist besonders wichtig. Und du siehst es hier schon stehen, es gibt pro Jahr nur 10 Plätze. Und auf der Internetseite, also auf den Link, den ich vorhin schon beim Preis kurz gezeigt habe, steht auch meistens, wie viele davon aktuell vergeben sind. Sind sie alle vergeben, kannst du trotzdem sehr gerne immer in ein Erstgespräch oder Kennenlerngespräch kommen und dich auf die Warteliste setzen lassen. Und ja, ich hoffe, das hat dir einen guten Eindruck von Jahresmentoring gegeben und warum das eben so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Einzeltermine nichts bringen, beziehungsweise ab dem Punkt, an dem ich raus bin, bleibt das Buch meistens wieder liegen und wird nicht wirklich weiter angegangen und umgesetzt. Und gerade beim Schritt in die Veröffentlichung fangen dann doch viele an, so ein bisschen über ihre eigenen Füße zu fallen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, mit dem man da wirklich durchgehen kann. Ja, und damit dir das eben nicht passiert, dass das Buch liegen bleibt und du von der Veröffentlichung komplett überfordert bist, ist dieses Jahresmentoring ebenso aufgebaut, wie es aufgebaut hat und deckt alle Punkte ab, die wichtig sind, um dein Buch innerhalb von 12 Monaten in die Veröffentlichung zu bringen und nicht zu viel Zeit damit zu verplempern. So, ich freue mich auf dich im Erstgespräch, komm da gerne rein. Und ja, brauchst nichts weiter vorbereiten. Wir sprechen über deine Buchidee und ob das passt. Und dann sehen wir uns dort. Bis bald.